kommt der Stein. Da kommt unser Wasserhändler zurück. Ja, Geld haben wir mehr als genug eigentlich. Und da wirklich das Problem, dass uns gefühlt ein Jäger futschi gegangen ist. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmisch. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Alles klar. Ja, dann versuchen wir jetzt dann nochmal die Quelle hier. Außer wir kriegen jetzt bei der Quelle Wasser. Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Auf euren Befehl wurde ausgesandt. Wie ihr wünscht. So, Wasser und Steine. Badehäuser. Sofort! Ein Karren wurde ausgesandt. So, schicken wir den letzten Stein, den wir haben, los. Dann warten wir, bis wir 40 Steine zusammenkriegen, um mal unser Lagerhaus auszubauen. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. So, was sagt die Quelle? Die könnte es sein in der Nähe vom Grünzeug. Nein. Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Ja, jetzt müssen wir das Zebras erst respawnen. Und ja, wir hätten wirklich statt zwei Seifenmacher wieder wie immer zwei Besenmacher machen sollen. Noch haben wir kein Wasser gefunden. Wir können tiefer graben oder eine andere Stelle versuchen. Das Wasser fließt wieder aus der alten Quelle. Wir schulden euch ewigen Dank. Ihr habt gezeigt, dass ihr in der Lage seid, den Dörfern zu helfen. Wir wissen, dass ihr mehr über die Seuche erfahren möchtet. Wir wollen unsere eigene Wasserpumpe bauen. Mit ein paar Belagerungsgeräte-Bauteilen bekommen wir das hin. Wenn ihr uns welche liefern könnt, werden wir euch helfen. Da sind wir ja sogar schon an der Mache. Aber dafür müssen wir vorher erstmal die Route sichern. Und ja, dann haben wir es doch noch geschafft. Wie ihr wünscht. Gold. Ja, und wir können hier auch direkt kaufen. Wenn wir Holz brauchen würden. Ei! Sofort. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, das müssen uns aber auch nicht mehr wirklich kümmern.
Ja, und mit Graf kann er sich hier ruhig zufrieden geben. Das würde nämlich eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir... Ja, eine Taverne ist noch arm. Die beiden sind reich. Ja, du bist arm. Dein Bäcker hier ist arm. Okay. Ja, und unser Viehbestand geht immer weiter runter. Jawohl. Auf euren Befehl. Ein Karren wurde ausgesandt. Sofort. Ja, da patrouilliert ein Trupp Schwertkämpfer herum. Ei! So, da hat er Belagerungsbauteile geholt. Nicht aufgeben! Jawohl. Warum eigentlich? Alles klar. Wie ihr wünscht. Wechselt auf die gerechte Verstanden. Seite. Es gibt kein Zurück. Alles klar. Jawohl. Schon unterwegs. So, und dann nehmen wir den Außenposten ein. Wir haben ein Territorium eingenommen. Auf euren Befehl. Verstanden. So, und warten jetzt, dass die Bauteile kommen. Gut. Ach ja, die Außenposten sehen hier auch ganz anders aus. Als ein Holzfäller findet keine Bäume mehr. Und er, bei dir muss erst noch Holz nachwachsen. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich ungern in der Nähe von Wildbeständen Holzfäller errichte, weil dann sowas passieren kann. Das sieht man ja hier sehr gut. Wahnsinn, wie viel Honig wir reinkriegen, ey. Ein Karren wurde ausgesandt. So, da kommt unser... unsere Bauteile. Eine Eisenmine wird bald erschöpft sein. So, helfen wir ihm ein bisschen mit ein bisschen mehr Speed durch den Weg. Ja, die wird bald erschöpft sein, der wird bald erschöpft sein, aber wir haben gleich die Mission eh geschafft. Dumm die dumm. Man sieht, das hier ist ja die Siegmission. Also haben wir die Karte geschafft. Lebt wohl, Ritter der Narren. Wagt es nicht mehr zu folgen. Sonst werdet ihr und euer Herr es bitter bereuen. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass auch Crimson Sabbat das Geheimnis des Heilmittels kennt. Sie hat uns gezwungen, es zu verraten. Dann eilte sie davon. Ja gut, was will sie mit dem Heilmittel anfangen? Gift rausmischen. Vegetarierwertung 11%. Mhm. Gut. Nach Husran haben wir jetzt Juhar. Gehen wir gleich rein. Euer Majestät, es gibt Neuigkeiten von der geheimnisvollen Krankheit, die in Janub umgeht. Ich glaube, es gibt Heilung von dieser Seuche. Doch es steht schlimm um die Hüter des Heilmittels. Dieses Kloster, das dem Orden von Galen angehört, wacht über das Heilmittel gegen die Seuche. Der Rote Prinz hat Crimson Sabbat ausgesandt, um das Kloster und sein Wissen zu vernichten. Sie hat ihr Lager hier errichtet, in den Ruinen von Sidi Kemis. Das Kloster wird von den Juaha beschützt,
Doch Crimson Sabbat belagert die Stadt mit ihren riesigen Kriegsmaschinen. Wir müssen hier an dieser Stelle unsere eigene Basis errichten, um die Juaha zu unterstützen und Sabbat zu besiegen. Sollte die Stadt fallen, dann ist das Heilmittel gegen die Seuche für immer verloren. Diese Seuche weckt mein Interesse. Wenn es in den Klöstern eine Antwort gibt, muss ich sie erfahren. Mehr vielleicht mal ein Argument, sie zu schicken. Wir haben sie ja seit der ersten Mission nicht mehr eingesetzt. Was sagen die anderen Ritter? Der Rote Prinz greift mein Heimatland an. Lasst mich derjenige sein, der ihn dafür büßen lässt. Wir hatten die schon in der letzten Mission. Lasst mich darauf hinweisen, dass ich hierfür die geeignetste Wahl wäre. Ohne Argumente, Elias, ich bin enttäuscht. Crimson Sabbat steckt hinter all dem. Schickt mich los und ich schleife sie in Ketten vor euch. Warum so feindselig, Marcus? Wenn Crimson Sabbat etwas unbedingt haben will, dann möchte ich diejenige sein, die es ihr vorenthält. Nein, danke. Es ist ein fremdes Land. Doch manchmal ist ein unvoreingenommener Blick der beste. Nicht wahr? Ja. Schicken wir den dicken Wikinger mal, eine Belagerung zu bringen. Juaha. Die Stadt Juaha beschützt ein Kloster, das den Schlüssel zur Heilung der Seuche gefunden hat. Crimson Sabbat belagert jedoch die Stadt. Wir müssen eine Basis aufbauen, um Juaha zu unterstützen und Sabbat zu schlagen. Wir müssen unsere Siedlung aufbauen und mit einer Stadtmauer und einem Tor schützen. Nachdem ich zum Baron befördert worden bin, werden wir stark genug sein, den Einheimischen gegen Crimson Sabbat beizustehen. So, hier haben wir jetzt im Gegensatz zur letzten Mission mehr als genug Holz. Ja, Baron erreicht. Verstanden. Okay. Verstanden! Ja, ich hätte auch hier ein Holzfäller eigentlich errichten können. Oh, da haben wir auch schon eine Nachbarstadt entdeckt. Sofort! Die auch gleich Handelspartner für uns geworden sind. Sehr schön. Wie ihr wünscht! Wie ihr wünscht! Ja, im Gegensatz zur letzten Mission haben wir viel Grünfläche. Was ein Vorteil für uns ist. Um besser Weizen und Kühe und so anbauen zu können. Vor allem, weil wir ja auch viel kaufen können beim Nachbarn. Also dem kleinen Dorf. Ja, Dorf Aisa, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Auf euren Befehl! Tut mir leid, wenn ich falsche Aussprache. Weitere Ausbauten. Oh, und wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen auch jemanden, der die Nahrung produziert. Ich werde angegriffen! Oh, auf euren Befehl! Wie ihr wünscht! Wie ihr wünscht! Ja, das Hauptproblem ist, das Umland hier ist sehr, sehr... meh. Alles klar! So, Banditen. Ja, Wüstenkrieger. Alles klar! Ei! Ei! Schon unterwegs! Ich bin weg, sofort! Ich bin weg. Alles klar! Auf euren Befehl! Schon unterwegs! Auf euren Befehl!
herbei! Jawohl! Alles klar! Am ehesten sollte ich ja die beiden Sektoren erstmal einnehmen.